Yeah, seht euch das an. Rajasinthasat schmückt und dekoriert seinen Tempelpalast immer weiter als vorher. Geil, 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 oder? Ja. So viele schöne Handart-Styles. Oh, ist das herrlich, die alle in der Wand zu haben. Mann, 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 das ist gut. Wirklich, ja. Ich sage es dir. Fangen wir mal hier an. Ja, all diese Handart-Styles kennt man schon aus Videos von mir. Das ist klar. Oh, Greece. Da habe ich ganz viel Griechenland, ja. Und auch Rom auch. Ja, ich habe einfach. Ja, war es ein weißer Tempel ab vor der. Ich habe Akropolis, aber ich habe auch, dass ich Julius Caesar bin. Das steckt auch mit drin. Das ist für mich, ja, in erster Linie ist das Griechenland, aber das ist dann alles, mein ganzes weißes Tempel haben ist das dann. Ja. Ja, das sind zwei. In eins. Das ist ja sowieso alles in mir. Ja, eins bin ich und alles, die ganzen Mats sind Teil von mir. Das ist ja klar. Ja. Ja. Ja, das habe ich dann jetzt. Ich habe ja die ganze Zeit. Was ich noch haben werde, mein ganzer Aufbau, es kommt ja noch, total viel ist ja noch vor mir. Ich habe ja noch nicht mal ein Spalding gekauft, obwohl ich das ja noch machen werde. Ja. Zum Beispiel. Desert. Ja, Wüste hat das, ja, ist richtig. Rapstar, richtig kompliziert, da. Geil, ne? Ja, ach nee, ja, ich habe noch mehr. Ich baue immer weiter. Verstehst du, ich habe noch Spellcans. Alle geladen, ja. Und dieses, da sind alle so halb voll, so. Und die sind alle voll, ja. Und wir haben bald den Finals des Monats übermorgen, da kann ich schon wieder neue kaufen. Mache ich auch trotzdem. Ich habe momentan mein Konzept, ich kaufe jeden Monat 10 Stück. Das ist mein Konzept. Ich bin Geld wert, ich bin ganz viel Geld wert. Gib mir mehr Geld, ihr wisst nicht, was ich habe mit Geld. Gib mir mal 100.000 Euro. Wenn ich einmal 100.000 Euro hätte in meinem Leben, Junge, weißt du nicht, was ich alles dann hätte? Ich würde zum Beispiel Samaratsorts, würde ich kaufen, noch 30 Stück. Ja. So, jetzt will ich mal zu dem Samaratsort was sagen. Ja, das ist gefalzt, nur nicht 6.000 Mal. Ja. Sondern die Kunstobjekte sind viermal gefalzt, zum Beispiel, oder so. Verstehst du? Aber trotzdem, wenn man das aber scharf schleift, ja, und das kann man mit denen da. Man kann die scharf schleifen, geht. Ja, dann ist das. Scharf. Verstehst du ja, was ich meine? Ja, und ob sich das verbiegen kann auf dem Borderpack. Ich habe ein Video, da schlage ich auf den Boden und dann ist das verbogen. Ja, das kann man ja wieder gerade biegen. Ja, das ist halt nicht so ein harter Stahl, wie zum Beispiel 6.000 Mal gefalzt ist oder was weiß ich was. Aber das ist, dafür kannst du das aber auch einfach in irgendeinem Laden kaufen für 60 Euro. Verstehst du, was ich meine? Wenn nur eins sage ich, dass das ein richtiges Schwert ist. Ja, nur nicht jedes Schwert ist dasselbe. Ja, es ist nicht scharf. Das auch, ja. Ja, aber man kann es schärfen, das geht. Und das darf man nicht unterschätzen. Man kann solche Schwerter schätzen. Richtig, ja. Ob das ein Kunstobjekt ist oder ein Schwert, dann ist es ein Schwert. Das stimmt. Aber du kannst es schärfen. Das geht mit diesen Schwertern. Das geht nicht kaputt, wenn du es schärfen willst. Verstehst du? Du kannst das schärfen, das kann man ganz, 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 ganz scharf machen. Ja, je härter das gefalzt ist, desto schärfer kann das sein. Ja, das ist klar. Verstehst du? Ja, aber das da kann trotzdem ganz scharf sein. Das ist ja scharf genug. Bei einem Samurai-Schwert kommt es darauf an, wie scharf das ist. Ja, es ist zwar auch spitz, aber es kommt darauf an, wie scharf das ist. Klar, aber dieses Schwert, was ist das für mich momentan jetzt, wo es stumpf ist? Verstehst du? Ja, es ist eine Trainingswaffe. Verstehst du? Ich kann damit trainieren. Ja, es ist ein Samurai. Ja, es ist aus Stahl. Ja. Natürlich, ja. Ja, es ist Stahl. Ja, klasse, es ist auch Stahl. Ja, man kann Stahl wohl verbiegen. Ja, als ob man Stahl nicht verbiegen könnte. Man kann Stahl verbiegen. Ja, klar kann man Stahl verbiegen. Ja. Wieso sollte man Stahl nicht biegen können? Wenn das nicht so oft gefalzt ist, kann man das biegen. Was soll denn bitte sonst sein? Ja, das wäre da. Ich sage, das ist Stahl. Wenn man das biegen kann, ist das auch Stahl. Nur man kann Stahl, wenn das. Das ist ja so dünn wie ein Schwert. Verstehst du das? Stahl. Ja, wenn das nicht so oft gefalzt ist, kann man das biegen. Knicken, so irgendwie. Das geht schon. Ja, das ist, ja, war ist das doch. Nee, klar geht das. Du kannst jedes Schwert, kannst du knicken, ohne dass das abbricht. Nicht vielleicht jedes, aber ein richtiges Schwert, was gefalzt ist aus Edelstahl, ja. Du kannst das knicken, ohne dass das abbricht. Gibt es auf jeden Fall. Und das da ist ja so eins, das ist ja nur so ein Kunstobjekt. Ich glaube, das sind 7 Mal gefalzt ist das, glaube ich. Ja.
Das da. Und glaube ich, sage ich aber, das habe ich. Das steht nirgendwo geschrieben oder so, aber ich habe das. Verstehst du, dass das siebenmal gefallen ist? Ja. Samarat. Außerdem besser als nichts. So musst du das sehen, verstehst du? Ich kann das hier kaufen, einfach. Ja, ich habe kaum Geld, aber ganz viel Geld verdient. Aber das kann ich kaufen, verstehst du? Ja. Rasta, Razor, der Tata, das ist die Kompliz, da, da. Rasta, sag da, da. Das ist die Kompliz, da. So, das ist natürlich Edelstahl. Das ist auch Stahl. Ich weiß, dass diese Schwerter, die man kaufen kann in Geschäften, einfach so ohne Waffenschein kann man das kaufen. Wenn du volljährig bist, musst du aber sein dafür. Verstehst du? Ja. Ich sage, es ist ein Schwert. Verstehst du? Ja. Es ist zum Trainieren gut. Es ist vor allem für Show gut. Für meine Videos ist das gut. Ja, nee, klar. Das ist ja auch ein Show-Element. Ne? Ich bin Entertainment. Ja. Es ist Preis-Leistungs-Verhältnis und dafür, dass man so leicht da rankommt, ist das sehr gut. Und das ist immer das Wichtigste, verstehst du? Das ist auch eine Musterung hier. Diese. Das ist Musterung. Dieses Geriffelte an der Kante. Das ist an dem ganzen Schwert. Das ist aus Edelstahl, ja. Und man kann das schleifen, ist ja. Ja, das darf man haben. Dass man das ja schließlich kann. Razor! In einem Style-Sample. Mit Spreadcans. Da. Sind noch haufenweise Styles. Ich ordne immer mehr als vorher. Auf jeden Fall habe ich die ganzen Styles da. Hier habe ich einen Ork, den ich mal gemalt habe. Ja, ein richtig Schild. Razor. Desert Rapstar. Ah, das ist Kunst, ne? Ein künstlerisches Razor. Verstehst du? Aber es ist ja alles eigentlich Kunst. Yes, Razor, Junge, Rapstar. Ist die Complete Star, ist die Complete Styler. Astral, Astra, Atom Complete, wichtig. Rapstar, Razor, Tazza, ist die Complete, dicht macht, have to know, pop down into fucking core and ground. Razor, Tazza, Sounds around, Multi, Herzog, König, Kaiser, Gott, richtig Complete Star, richtig. Rastak, Rostock, richtig, richtig, Rostock, Rastak, 3D, richtig Complete Star, Lab. Verstehst du? Ich bin Rapstar, ja. So, Geld, 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 Geld. Andere kriegen Geld geschenkt, verstehen Sie? Ja. Wenn du ein Richtiger bist, dann hast du Geld, stimmt. Ja, ich bin ja ein Richtiger und hab Geld. Ich habe ja die Rules, dass ich Geld habe. Das heißt, ich verdiene es, dass ich Geld habe. Ich habe die ganzen Rules für, wie hat man Geld, wie bekommt man Geld. Habe ich ja auch alles. Verstehen Sie? Ja. Ja. Man muss verstehen, Razor ist ja ein Weltstar und die ganze Welt blättert dafür. Es ist auch jedem bewusst, dass ich ja noch nicht Bargeld erhalten habe. Ja, dann kann man mir vielleicht Bargeld geben. Ja gut, wenn du jetzt irgendwo in einem anderen Land sitzt und denkst, der muss doch Bargeld haben. Du kannst hier hinfahren und mir Bargeld geben. Ja, kannst ja machen. Am besten kommst du persönlich oder du schickst einen Mann deines Vertrauens. Ja, hier nach Deutschland, der kommt zu mir und gibt mir Geld. Ja. Aber für alle, die in Deutschland sind, das ist einfach, mich zu erreichen. Komm einfach zu mir und gib mir Geld. Verstehst du? Weil wenn ich ganz viel Geld habe, baue ich tausendmal geilere Videos. Ich habe tausendmal mehr Klamotten. Ich habe Motorrad, tausend Schwerter, 1 Million Videospiele, 1.000 Millionen Kameras. Ich weiß nicht, was ich dann alles habe. Verstehst du? Ja. Aber das ist was und Equipment. Ich bin der ultra extremste Stuff-Typ, den man sich vorstellen kann. Razer Lifestyle King Zone, richtig Complete Star Style Ikone. Razer Tazard, richtig Complete Rapstar Maria Joe. Ich bin Haban Kaste. 1.000 Frauen. Für meine Marriage Show. Ja. Ja. Ja, im Leben. Vorher schon. Ja, sobald ich hochgeblättert bin, Rapstar für Deutschland. Ja, denn ich bin Starlab. Ist 100%. Also und hoch. Weil Labrosmodent, ja. Habe ich tatsächlich, weil ich so viel weiß. Verstehen Sie, ich bin unabdingbar, ganz viel wert. Ich bin der wichtigste King-Phänomenon seit Siegfried. Ja. Ja, Razor Tazard, Ride Complete Star Lab. Deutschlands. Verstehen Sie? Korrespondent on Lab.